Maria Magdalena ist eine biblische Figur. Man könnte sie auch als historische Figur betrachten. Und das tun wir in der Ausstellung am Ende auch. Wir versuchen also aus allen möglichen Blickwinkeln die Person Maria Magdalena zu hinterfragen. Maria Magdalena ist eine ambivalente biblische Person, weil ihr Ursprung ein völlig anderer ist, als sie heute wahrgenommen wird. In der heutigen Zeit sind typische Begriffe, die mit Maria Magdalena assoziiert werden, die heilige Hure, die geliebte Jesu. Manche betrachten sie auch als Ehefrau Jesu, die auch Kinder von ihm hat. Sie ist aber auch im streng christlichen Sinn eine treue Jüngerin. Und im Endeffekt stellen wir in der Ausstellung die Frage, was davon jetzt vielleicht wahr sein könnte und was nicht. Jeder hat schon mal von Maria Magdalena gehört. Jeder weiß irgendwas über sie, aber keiner weiß genau, was eigentlich stimmt. Und hier in der Ausstellung kann man einmal sein Wissen so ein bisschen überprüfen und hinterfragen. Und andererseits kann man einfach sehr viele, sehr schöne Bilder von Maria Magdalena betrachten. Bilder aus über 5 Jahrhunderten. Und so kann man auch einfach seinen Blick schweifen lassen in der Ausstellung.